Ja, finde ich geil. So ein bisschen abgekapselt mit der Mauer, versteht ihr? Kann man nicht so reingucken. So. Also. Jetzt haben wir doch wahrscheinlich, hier ist doch unser Dings schon angekommen. Das heißt, wir schmeißen hier alles runter. So, jetzt gucken wir. Da ist Öl. Da ist Öl. Und hier ganz unten. Das heißt, smarterweise wäre ja hier auch der Ölhafen sinnvoll. Nicht wahr? Das ist die Raffinerie. Das ist der Ölhafen. So, dann rüsten wir den einmal auf. Dann bauen wir hier mal so ein bisschen Öllager an Rand. Versteht ihr? So. So, dann kannst du, glaube ich, erstmal. Ja, vielleicht wieder wegfahren. Ja, nee, wir bauen erstmal. Wir bauen erstmal. Nicht, dass wir gerade hier noch irgendwas holen müssen. So, jetzt würde ich hier natürlich gerne da unten dieses Vorkommen mitnehmen noch. Weil beide hier auf der Seite kriege ich halt eh nicht. Aber ich könnte hier ja eine Brücke rüberbauen. So. Irgendwie. Dann vielleicht in diese Richtung irgendwann mal. Und jetzt einfach. Sagen, ich baue so. Irgendwie. So. 1, 2, 3, 4, 5. Kein Holz. Ja, schade. Wir haben alles gegeben. Mehr war nicht drin, ne? Ja, machen wir mal so und machen einmal Steine mitnehmen. Stahl habe ich noch genug. Okay, den Stahl lassen wir auch hier. Auf der Insel. Weil, wenn das Ding hier mal hochgeht, dann kann man das einfach direkt wieder neu bauen. Plus, ich kann einfach die Schienen erweitern. Komme ich hier dran vorbei mit den Schienen? An dem Lufthafen hier. Ja, komme ich. Baumaterial fehlt. Ach ja, das kostet ja auch Holz. Weil dann hätte man das hier auch noch abgedeckt. Ich denke mal sogar mit einer Raffinerie theoretisch. Ja, es könnte gleich reichen. Wir setzen die einfach mal als Blaupause dahin. Ich glaube, das reicht. Ja, geht. Da geht nicht. Nee, geht doch nicht. Hm, schade. Ah, ärgerlich. Weil dann braucht man hier jetzt nicht mehr viele Brücken bauen. Dann brauche ich halt nur noch hier unten hin. Irgendwann mal. Oder? Sind das dann alle? Ja, jeweils wahrscheinlich 7, ne? Ne, hier sind mehr. Also egal. Erstmal haben wir auf jeden Fall ordentlich was. Das sollte schon gut funktionieren. Wie viel Öllager haben wir jetzt hier? Kann man das irgendwo sehen? Hier unten, 750. Das ist okay, weil ich fahre mit 2 Tankern hin und her. Und jeder kann nur 500 laden. Also ich werde jetzt mal mit 2 Tanker auf die Routen schicken. Oder werden auf den Routen fahren. Wieso konnte er keinen Baumwollstoff laden? Konnte nicht geladen werden? Weil keiner mehr da war? Hä? Aber es hat doch irgendjemand den Baumwollstoff mitgenommen. Das ist ja eine andere Insel hier, wo. Das ist auch eine andere Insel. Er hat doch mitgenommen, hä?
Er hat doch mitgenommen. Ich muss das Schiff ersetzen, vor allen Dingen eigentlich auch. Da muss eigentlich ein Frachtschiff drauf. Sehr merkwürdig. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. So. Ja, läuft doch. Jetzt müssen wir nur noch Strom machen. Dann könnte man die theoretisch schon aufsteigen lassen. Aber ich würde gerne das Bankhaus erst haben. Also ich würde gerne noch mehr Ingenieure machen, damit wir das Bankhaus haben, weil das immer sehr, sehr geil viel Geld gibt, wenn du das machen kannst. Das ist schon ganz nice. Weil dann bezahlen die richtig Schotter. Wir müssen sowieso jetzt erstmal auf den Strom warten. Die Tanker sind ready, die Produktion ist ready unten, aber ja, was ist das hier? Ja, Schienen besetzt. Das ist auch so ein bisschen schade, also ich kann das sogar nachvollziehen, man muss dann irgendwie so Parallelschienen bauen. Ja, das ist ganz cool, aber es könnte auch irgendwie noch geiler sein, wenn das nicht so wäre oder so. Oder wenn man da irgendwie andere Möglichkeiten hätte. Mir fällt jetzt so spontan auch keine coole ein, aber... Ja, ist ein bisschen nervig leider, dass du einfach so plump die Schienen so nebeneinander klatschen musst und dann ist das gut, so. Naja. So, fahren wir mal nach Cap Trelawney zurück. Wir wollten in der alten Welt übrigens irgendwas angucken, ob sich das normalisiert hat hier mit irgendeinem Bedürfnis. Was war das noch? Irgendwas hatten wir recht wenig. Brillen waren es und die sind immer noch nicht gut. Brillen sind es. Scheiße. Brillen waren es, die nicht so geil. Aber der kann hier halt auch keine mehr abladen. Guck mal, der hat halt noch so viel drauf. Sie haben die Prüfung. Weil eigentlich produziere ich doppelt so viel Brillen. Das hatten wir beim letzten Mal irgendwann oder vor einigen Folgen mal geguckt. Willkommen in der Manufaktur. Hier, ich produziere so viele Brillen. Eigentlich. Ja, na gut, er kommt jetzt halt, nimmt dann welche mit. Warte mal, dann soll er erstmal ein paar nicht mitnehmen. Machen wir Mindestbestand irgendwie 100. Dann kann er 100 erstmal nicht mitnehmen. Das heißt, er fällt jetzt zweimal leer, was aber nicht so schlimm ist, weil das Lager an der Weser ist voll. Und dann gucken wir mal weiter. Weil so Stand jetzt produzieren wir halt ausreichend. So, Tanker ist hier. Der Tanker kann gleich mal losfahren. Den schicken wir mal auf die Route. So, du fährst aber erstmal irgendwie wieder dahin. So, Routen. Eine neue Route. Wie heißt nochmal die Insel? Ja. Und zwar
Von der neuen Welt nach Caprilloni. Wildfang, der ist nämlich schon hier. Der nimmt hier Öl mit und lädt das hier ab. So. Fertig. So. Und wenn der jetzt fast, also ungefähr ankommt in Caprilloni, dann schicke ich den anderen aus der alten Welt los, dass die immer so quasi so ein bisschen ungefähr parallel fahren. Warum seid ihr alle krank? Alle mal mobilisieren hier. Wieso hat der eine Attraktivität verloren? Ach, hier war ein Stadtfest, ne? Oder irgendwie sowas wahrscheinlich. Ja, ist eh nur eine kleine Siedlung. So. Genau, und jetzt können wir mal gucken, ob wir hier wirklich mal... Du zoomst da ran und die Züge schallern dir ins Ohr. Ob wir einfach mal parallel eine Strecke bauen. Es kann ja auch so gehen, ne? Es muss ja gar nicht direkt parallel. Was ist denn hier los? Leute, wenn da einer bremst, dann seid ihr aber am Arsch. Sag ich euch jetzt schon. Jetzt sind sie alle verschwunden. So. Und das ist halt so schade dann. Du kannst halt irgendwie doppelte Strecken bauen, die kannst aber nicht doppelt in die Gebäude reinpacken. Das heißt, da hast du immer, dass du dann wieder auf, dass du wieder so auf 1 zurück musst, quasi mit dem Bau. Und das ist halt irgendwie auch nicht so geil. Das geht auch schon wieder nicht. Ja, und das hier sieht scheiße aus. So. Nee. So. Also normalerweise finde ich es jetzt nicht so hässlich, dass du da irgendwie... Wenn man sie direkt nebeneinander baut, ist halt ganz cool, weil dann ist das so wie im normalen Zugverkehr auch. Oh, ne? Eine Richtung da, eine Richtung da. Das Problem ist halt wirklich, dass du das immer nur einmal in so ein Gebäude kriegst. Warum haben die Gebäude nicht potenziell auch die Möglichkeit, zwei Schienen zu empfangen und zwei Züge gleichzeitig? Ne? Gerade hier ein Hauptbahnhof. Warum macht man da nicht mehr Eingänge hin, dass man sagen könnte... Du kannst da auch mit mehreren Zügen reinfahren dann. Dass diese Doppelschiene natürlich dann auch eben irgendwie Sinn macht. Sozusagen. Das wäre cool. So, jetzt dürfte er nicht mehr meckern, dass das Schienennetz blockiert ist. Ich meine, hier nach oben, die Strecke ist immer noch eine lange, längere Fahrt einwegig sozusagen. Aber das ist ja trotzdem okay. Weil so oft fährt da normalerweise ja eigentlich auch kein Zug hin. Aber gucken wir mal. Können wir ja auch noch erweitern. Wir haben ja noch ein bisschen... Material potenziell. So, das heißt, ja, wir warten auf das Öl von der Importierung und dann können wir eigentlich noch wieder aufsteigen lassen. Wir haben immer noch ganz gut Leute. Auch von den Arbeitern.
Wir würden dann auch noch welche dazu bekommen, weil wir ja viele Gebäude am Strom haben dann tatsächlich. Wir haben dann die Brillen am Strom, ne? Es ist natürlich nicht bad. Problem ist, dass ich, glaube ich, nicht genug Messing produziere, dass ich sagen kann, ich habe 3 als Bedarf. Ich produziere aber theoretisch 4, richtig? Eigentlich kann ich nicht 3 produzieren, ich produziere 4. Okay, dann habe ich doch genug Messing. Dann ist das also nicht so schlimm. So, wo ist hier eine Aufgabe? Was soll das hier? Was soll das? Was soll das? Was ist hier los? Wo ist die? Da. Kann dieses Geheimnis Enigma. Enigma G. Das Gerät, das ununterbrochen läuft, selbst wenn die Person, die es trägt, stehen bleibt. Das ist wahrscheinlich eine Taschenuhr. Ein ausgezeichneter Katalysator. Bewegungsgeschwindigkeit. Ah, muss immer aktivieren. Das ist immer nervig. Das vergesse ich nämlich immer. Wie wäre es mit einem Kanapé? Genau, wir könnten in der alten Welt mal ein neues Schiff bauen. Wir sind aktuell bei 10.000 im Plus. Irgendwie halten wir uns auch immer so in dem ganzen Rahmen. Ein Frachtschiff. So, dann machen wir auf die Route von dem hier. Machen wir ein zweites Schiff drauf, und zwar das hier. Und kann einfach mal losfahren jetzt, denke ich. Passt vielleicht nicht so hundertprozentig. Dafür wird er aber auch viel mehr mitnehmen. Wird dann langsamer unterwegs sein. Also es könnte sich dann durchaus ausgehen wieder. Wozu braucht man Tee? Wer braucht Tee? Brauchen das diese hier? Diese Arbeiterreihenhäuser. Das haben wir nicht verdient. Tatsächlich. Tee, Werkzeug und Strom sogar. Ich finde nämlich dieses mit diesem Teespeicher finde ich irgendwie super cool. Das finde ich super witzig. Dass du hier einfach so ein... Hier so ein Teespeicher hast, so. Das finde ich ganz geil. Das passt halt so gut in die Stadt, aber es kostet halt 1000 Unterhalte. Wenn ich dann den Tee nicht brauche, dann... ist das irgendwie so unnütz. Also ich bin halt nicht so im Plus, dass ich sagen kann, 1000 juckt mich nicht, ne? So. Oder mehr als 1000. Man muss dann immer schon, finde ich, gucken. Okay. Wer bekommt denn gleich noch Strom? Der Schuster, ne? Schuster bekommt auf jeden Fall Strom. Das Ding hat immer schon Strom, das ist sowieso dann egal. Ja, der hier muss halt weg. Warum arbeitet der eigentlich? Ach, wegen der Hilfspakete, ja. Ist ja cool, dass du auch nochmal... Machen wir mal dahin. Ich glaube, das dürfte nicht mehr reichen. Nee, das reicht nicht. Hier ist auch noch eine Bäckerei, die bekommt dann Strom. Ich weiß nicht, ob... Ja, der hier bekommt Strom. Wie viel produzieren wir? Wie viel brauchen wir? Ah, ist knapp, ne? Wir haben ja einmal nachgebaut, beziehungsweise... Nee, wir haben schon einen im Strom, ne? Aber ich glaube, es macht halt Sinn, wenn wir sagen, wir holen uns davon nochmal einen. Sozusagen. Also an Leuten, beziehungsweise an Produktion, dass wir den zweiten dann im Strom haben, dass wir das auch nutzen sozusagen. Weil die Touristen werden ja mehr mit der Zeit noch und wollen dann natürlich auch mehr Pelzmäntel haben. Das heißt, es ist umso wichtiger, dass wir jetzt auf die Route mit der Baumwolle hier unten ein Schiff raufkriegen, was mehr Kapazitäten tragen kann. Weil wir gesehen haben, dass die 3 Stacks schon ziemlich gut voll sind von dem Schiff. Genauso wie wir aktuell ja Kräuter benutzen, um die auch noch im... sag schon... in das Restaurant packen. Das heißt... auch das...
Auch die Kräuter werden wahrscheinlich eher mehr, logischerweise, als weniger. Und das müssen wir natürlich alles irgendwie bedenken. So. Und dann würde ich auch einfach mal Kräuter einmal nachmachen. Schon mal. Ich meine, die sind ja wirklich nicht teuer. Also, das ist ja, das kostet ja wirklich nichts. Fünf Unterhalt, 10 Arbeitskraft. Das ist halt wirklich nicht viel. Ich weiß gar nicht, ob das reicht hier. Es reicht. Guck mal. Geil. So.